Ja, wir sind immer noch auf der Vernissage von Horst Cordes und wir haben ja gerade das Interview geführt und habe jetzt auch noch mal so ein paar prominente Gäste hier im Publikum entdeckt. Und vielleicht sagst du mal auch den Zuschauern überregional, wer du bist und vor allen Dingen, warum du heute Abend hier bist, ob du den Horst kennst und vielleicht auch so ein bisschen was zu dem Pferd zum Beispiel, wie du das findest und vielleicht zu seiner Kunst, ob du die ja vielleicht auch schätzt, unabhängig davon, dass du Horst Cordes schätzt eventuell. Ja, da gibt es ja einiges zu sagen. Also mein Name ist erstmal Detlef Scholzen. Ich bin ja Düsseldorfer eigentlich, muss man gestehen, wohne aber in Mönchengladbach jetzt. Und ja, was den tollen Künstler anbetrifft, das muss man wirklich immer wieder unterstreichen. Horst und ich, wir sind gute Freunde und mir fällt natürlich schon wieder direkt dieses fantastische Pferd auf. Das ist natürlich schon wieder so ein Eyecatch, hätte ich beinahe gesagt. Ich finde vielleicht auch mal interessant festzustellen, dass der Künstler, der Horst Cordes, eigentlich eine sehr außergewöhnliche Kunst macht oder eigentlich, ich sag mal, so ein bisschen hervorsticht oder sich abhebt. Also ich mag seine Werke. Wenn ich jetzt das Pferd hier sehe, würde ich ganz gerne in mein Wohnzimmer reiten. Und dann hätten wir das Kunstwerk direkt kaputt, aber in meinem Wohnzimmer. Weißt du eigentlich, wo es später hingeht oder was damit gemacht wird? Es wird auch versteigert im Radio für ein Projekt für Kinder. Also da sprichst du ja vielleicht auch einen guten Punkt an. Du kennst Horst Cordes. Du weißt, dass er sehr vielschichtig ist, über seine Kunst hinaus, sehr viel macht, auch für Menschen und ähnliche Dinge. Hast du denn auch Kunst von ihm oder was gefällt dir besonders so an seinen Bildern? Oder ist das auch sehr vielschichtig? Es ist natürlich, also erstmal vielleicht so erstmal anzumerken, ich bin ja auch, unterstütze ja auch Kinder. Ich bin Botschafter einer Initiative sicher-stark.de, so nennt sich das. Das ist eine bundesweite Initiative, die auch von der Bundesregierung unterstützt wird, von der Frau Dr. Lein. Deswegen finde ich das ganz toll, dass der Horst natürlich sich auch für Kinder engagiert. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Und natürlich ist auch immer der Wunsch eines Künstlers oder auch jetzt meiner, dass es halt so ein wunderschönes Kunstobjekt so hoch als möglich verkauft oder versteigert wird und dass man dann halt einen tollen Beitrag leisten kann, dass man Kindern in der Not helfen kann. Also ich denke, wenn man wieder auf die Initiative sicher-stark zurückkommt, ich bin sehr, sehr stolz, da geht es eigentlich um was ganz anderes. Da werden Kinder bundesweit an allen Schulen von der Polizei, von Psychologen trainiert, ausgebildet, sich in, ich kann es nicht aussprechen, in peinlichen Situationen so optimal als möglich sich zu verhalten. Das ist für mich also auch eine Herzensangelegenheit. Das muss ich natürlich hier auch einfach mal loswerden. Ne? Ist ja schön und ich denke, wenn nicht wo, außer bei Horst Cordes, kann man auch solchen Dingen Raum machen. Erstmal vielen Dank und schön, dass du einen Beitrag geleistet hast. Hier war es, wie viele andere auch. Ja? Vielen, vielen Dank.